Guten Abend, wie versprochen, heute Abend noch schnell eine Sendung vor der neuen Woche, nachdem sie am Freitag ausfallen durfte, musste, sollte. Nun ja, gute Konjunkturzahlen hat es auf alle Fälle am Freitag gegeben und das hat den Märkten durchaus gut getan. Die Marktteilnehmer sehen weiterhin Hoffnung, vielleicht sogar auf eine Jahresendrallye. Schauen wir ganz einfach mal. So ganz die letzten Hürden sind noch nicht weggeräumt. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir schauen erstmal auf die Daten. Ja, die meisten Daten sind grün, wie wir schon sehen. Sehr gut aus den USA beispielsweise die Non-Farm Payrolls. Die stellen außerhalb der Landwirtschaft die neu geschaffenen 228.000, also noch mehr als erwartet. Und das nachher schon einem sehr starken Oktober. Was wieder ein Wermutstropfen in den USA war, das waren die Stundenlöhne, die nur um 0,2% gestiegen sind. Das war nicht so gut. In Großbritannien durchaus ordentliche Industrieproduktion und auch die NISA-BIP-Schätzung über den Erwartungen. In Deutschland blieb die Handelsbilanz ein bisschen unter den Erwartungen. Naja, aber sie ist immer noch, der Überschuss ist immer noch ziemlich groß. Und in China gab es eine sehr gute Handelsbilanz und vor allem die Exporte deutlich gestiegen, wieder gegenüber dem Vorjahr um 12,3%. Das war nicht schlecht. Und auch in Japan, da hat im dritten Quartal das BIP um 0,6% zugelegt. Das waren doch alles ganz ordentliche Daten. Wir schauen als erstes mal am heutigen Tag auf den DAX. Der DAX hat das Ganze dann am Freitag wirklich versucht zu nutzen. Ist in den Widerstandsbereich 13.190 bis 13.215 gestiegen, konnte sich aber am Ende nicht darüber halten, ist wieder zurückgefallen. Weshalb es doch noch ein bisschen Hängepartie gibt, rein theoretisch ist jetzt hier sogar möglich, wenn man sich mal den Tenkan und den Kijun aus dem Ichimoku, also die blaue und die orangefarbene Linie anschaut, die sind ein bisschen auseinandergelaufen und so könnte es durchaus nochmal einen Rücksetzer bis 13.120 geben, muss es aber nicht, es sieht insgesamt, ist der Ichimoku jetzt doch schon ziemlich freundlich. Und ja, ein weiterer Angriff über die 13.215 könnte durchaus passieren. Kommen wir da drüber und vor allem dann auch über das Tageshoch vom Freitag, über die 13.240 drüber weg, dann sollte es durchaus möglich sein, dass wir dann tatsächlich nochmal eine Rallye hier starten und vielleicht sogar Richtung Allzeithoch, Richtung 13.535. kommen. Das sollte dann doch durchaus denkbar sein. Im Daily Chart sehen wir auch, wir bleiben über der Wolke. Das sieht also insgesamt gar nicht so unfreundlich aus. Allerdings muss man auch sagen, dass der Tageschart ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen. Genau knapp unter dem orangefarbenen Kijun geendet ist. Also da ist eben auch der Bruch noch nicht erfolgt. Das ist nochmal charttechnisch ziemlich wichtig. Diese Marke liegt so bei 13.170 herum. Also da müssen wir drüber letztendlich über diese Zone und dann könnten die Bullen hier durchaus nochmal etwas wagen. Auf alle Fälle sieht es vor dem Beginn der neuen Handelswoche ziemlich freundlich aus. Der Dow Jones hat auch sich ordentlich ins Zeug gelegt. Naja, oder sagen wir mal so, er hat sich wenigstens weiter erholt. 0,35% war jetzt nicht so der Brüller, aber immerhin. Wir sind allerdings eben am letzten Widerstand vor dem nächsten Allzeithochversuch vielleicht gescheitert bei 24.325, wobei man sagen muss, wir haben da bei 24.400 noch so eine längere orangefarbene Kijun-Linie, die könnte auch noch mal ein bisschen Widerstand geben, aber insgesamt sieht das doch ziemlich freundlich aus. Man könnte jetzt hier auch sagen, naja, wir haben bei 24.075 einen Boden gebildet. Der S&P 500 hat auch seinen Aufwärtstrend auf alle Fälle mal verteidigt. Hat am Freitag auch ordentlich zugelegt und ist schon wieder auf dem Weg Richtung Allzeithoch. Da gibt es jetzt nicht mehr allzu viele Widerstände Richtung 2665. Und der Nasdaq, ja, der hat dann im späteren Verlauf des Handels in den USA doch wieder ein bisschen abgegeben. Man konnte sich allerdings am Ende dann zum Wochenschluss über dem orangefarbenen Kijun halten. Also ganz so dramatisch ist das Ganze auch noch nicht. Muss man mal schauen, wenn der Nasdaq also dann einigermaßen positiv in die neue Woche startet, könnte hier durchaus die Erholung auch weitergehen. Auch der Nikkei hat sich durchaus prächtig gezeigt, hat 1,2% zugelegt aufgrund des guten BIPs, vor allem auch, denn die großen Gewinne waren ja schon in der Nacht und der Shanghai Composite
Der hat sich immerhin stabilisiert. Das ist doch auch schon mal was nach der Korrektur der letzten, ja, muss man schon sagen, Wochen, nicht wahr? Schauen wir auf die Währung. Euro, US-Dollar natürlich als erstes ist aus dem kurzfristigen Abwärtstrendkanal hier ausgebrochen. Allerdings bleiben wir unter der Wolke. Wir müssen schon wieder über die 1,1810 wohl drüber kommen. Dann sind wir über der Wolke und dann könnte das Paar wieder zulegen. In der nächsten Woche gibt es sehr viele Zinsentscheidungen und entsprechend auch Statements der Notenbanken. Das kann also in den Währungspaaren dann entsprechend viel Volatilität bringen. Am Montag wahrscheinlich eher nicht. Das könnte ein ziemlich ruhiger Tag werden. Mehr am Ende der Sendung dazu. Hier noch der Daily Chart. Da sehen wir auch, dass eben im Daily Chart die Korrektur genau auf den orangefarbenen Kijun bei 1,1760 gegangen ist. Wir sind zwar mal kurz drunter getaucht, aber per Tagesschluss sind wir drüber geblieben. Also so viel ist da noch nicht passiert. Wenn wir unter die Wolke wollten, müssten wir ja sowieso dann auch noch die 1,1710 brechen. Da sehen wir viele orangefarbene Linien oder eine orangefarbene Linie und eine blaue Linie, die da ziemlich markant in dieser Zone herumwuseln. Das wäre also auch nochmal eine wichtige Unterstützung, bevor dann die 1,1550 ins Visier kommen könnte. Dann haben wir den Dollar-Index mal mit dabei. Der hat ja zuletzt sich deutlich erholt. Am Freitag war ein bisschen volatil, ohne dass es sich großartig verändert hat. Könnte hier durchaus einiges dafür sprechen, im Stundenchart zumindest, dass die Erholung erst einmal eine Pause machen könnte, denn wir haben hier einen blauen Tenkan, der nach Süden geknickt ist. Das ist nicht so ganz positiv für die Bullen zumindest. Also hier könnte es durchaus sein, dass es hier doch ein bisschen Korrektur geben könnte. Cable hat es sehr volatil gezeigt. Wie gesagt, die britischen Daten waren gar nicht so schlecht. Ansonsten verhält sich das britische Pfund halt so, wie gerade die Nachrichten zum Brexit reinkommen. Ja, es gibt ja ein bisschen mehr Optimismus jetzt, aber offenbar noch nicht so viel, dass jetzt alle gleich jubeln. Bei 1,3510 hatten wir dann erst einmal ein bisschen Pause. Und wenn wir uns das Ganze hier mal im Daily Chart anschauen, dann sehen wir, naja, man müsste mal auf alle Fälle ein paar Marken zurechtrücken. Auf der Unterseite, wichtig dürfte da sein, wo die orangefarbene Kijun-Linie gerade ist, bei 1,3290. Auf der Oberseite haben wir nochmal einen Widerstand bei 1,3550, bevor wir wieder Richtung 1,3660 steigen können. Das Verlaufshoch und das Jahreshoch. Ja, naja, wie gesagt, ein bisschen Optimismus, dass vielleicht die EU und Großbritannien doch noch was hinkriegen in Sachen Brexit, kann es ja geben, aber naja, also zu euphorisch kann man nicht sein. Zum Beispiel der Status Irland, Nordirland, der ist eigentlich völlig ungeklärt. Da hat man mal alle Ideen reingeschrieben in das Statement, das am Freitag veröffentlicht wurde, was es so gegeben hat halt. Ganz einfach, passt alles nicht so richtig zusammen. Auf der einen Seite soll es zwischen Nordirland und Irland keine EU-Außengrenze geben, auf der anderen Seite sollen aber dann auch keine Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens stattfinden. Das passt irgendwie nicht, also schauen wir mal, wie die ganze Nummer weitergeht. Euro, britisches Pfund, dann eben auch gestern wieder eine Erholung, nachdem es ja doch mal für das britische Pfund hier auch ziemlich gut ausgesehen hat. Zurzeit der Tenkan klar den Kijun gekreuzt, also das sieht eher danach aus, als ob wir wieder auf der Oberseite angreifen können. Bei 0,8880 haben wir diese Wolkenstufe da, das dürfte auf alle Fälle ein Widerstand werden. Vielleicht haben wir auch bei 0,8850 schon ein bisschen davon zu bieten. Im Daily Chart sehen wir sind am Donnerstag ja unter den Widerstand gebrochen bei 0,8750 und konnten wir die Verluste wieder eingrenzen zumindest mal. Es ist aber kein Umkehrstab geworden und wenn man sich Tenkan und Kijun anschaut, die weiter ziemlich dynamisch nach Süden zeigen, parallel eng nebeneinander, dann würde ich fast favorisieren, dass hier durchaus weitere Korrekturen möglich sind. Auf der anderen Seite muss man eben mal sagen,
Wie sieht das fundamental aus? Da haben wir, wie gesagt, einen nach wie vor ungeklärten Brexit. Auf der anderen Seite gibt es nächste Woche auch eine Zinsentscheidung in Großbritannien. Mit einer Zinserhöhung ist sicherlich nicht zu rechnen, aber vielleicht werden die Weichen für weitere Zinserhöhungen gestellt. Das kann ja durchaus sein. Und von der Warte aus muss man mal schauen. Also es kann durchaus sein, dass im Vorfeld der Zinsentscheidung der Bank of England sogar das britische Pfund tatsächlich noch ein bisschen zulegt. Die EZB macht auch eine Zinsentscheidung, nur was will uns die EZB schon großartig Neues erzählen. Die Anleihekäufe werden ab Januar reduziert, das wissen wir schon. Und ja, viel mehr wird wohl erst einmal nicht passieren. Euro-kanadischer Dollar, ja, die Kanadier hatten ja letzte Woche doch ziemlich gute Daten präsentiert, was den Loni deutlich gestärkt hat. In der zweiten Wochenhälfte dann doch wieder eine Gegenbewegung Richtung 1,5140. So richtig drüber gekommen sind wir da noch nicht. Aber der Tenkan ist gerade wieder dabei, den Kijun nach Norden zu kreuzen. Vielleicht geht also die Erholung dann doch weiter Richtung 1,5260 oder dann sogar zu den Hochs bei 1,5370. Im Daily Chart sehen wir auch, dass der Tenkan noch über dem Kijun ist und wir auch vom Kurs her wieder über der orangefarbenen Linie, also dem Kijun aus dem Ichimoku, liegen. Der hellblaue Nachläufer ist sowieso noch über den Kursen, also von der Warte aus könnte sein, dass diese heftige Korrektur, die wir hier gesehen haben, schon wieder zu Ende ist und der Euro dann doch in die Richtung Norden weiterlaufen kann. Eine so sehr solide Unterstützung haben wir auf alle Fälle bei 1,4740 zu sehen. US-Dollar, kanadischer Dollar, zuletzt eher ein bisschen seitwärts und das ist dann auch das übergeordnete Bild, nämlich im Daily Chart. Ja, wir handeln immer zwischen 1,2655 und 1,2915. Das ist die Range und aus der sind wir nach wie vor noch nicht ausgebrochen. Also hier ist im Prinzip ähnlich eine Hängepartie wie beim DAX immer noch. Wobei beim DAX scheint sich das Ganze jetzt vielleicht nach oben auflösen zu können. Ja, US-Dollar, kanadischer Dollar, da wäre ich mit einer Prognose nach wie vor ziemlich vorsichtig. US-Dollar, chinesischer Yuan. So langsam hat sich der US-Dollar da oben angeschmiegt an die 1,6260 bis 1,63, kommt aber eben über diesen Widerstand bisher noch nicht so richtig rüber, um dann das Novemberhoch dabei 6,6525 anzuvisieren. US-Dollar, japanischer Yen ist über alles drüber, was es da noch gegeben hat. Sieht doch ziemlich bullig aus, wobei zurzeit der Tenkan ein bisschen seitwärts schiebt, aber das hat, denke ich, noch nicht so viel zu sagen. Ja, was uns das auf alle Fälle zeigt, ist, sichere Häfen sind gerade nicht gefragt, warum auch bei den guten Konjunkturdaten. Und im Daily Chart sieht man, dass man im US-Dollar japanischer Yen trotzdem noch ein bisschen Vorsicht walten lassen muss, denn der Tenkan, die blaue Ichimoku-Linie, ist auch noch deutlich unter dem orangefarbenen Kijun. Eine Kreuzung wäre schon mal nicht schlecht und auch der hellblaue Nachläufer ist noch unter den Kursen. Kommt ja auch noch drüber, dann könnte es sogar klappen, die 114,50 als Widerstand zu brechen. Das dürfte ein ziemlich harter Widerstand auf alle Fälle mal sein, denn den haben wir schon öfter mal malträtiert, ohne dass wir so richtig durchgekommen sind. Gold am Freitag seitwärts geschoben, nee, sogar leicht verloren. Na, schau einer an, 1,4% verloren. Naja, sichere Häfen sind auf alle Fälle auch nicht gefragt. Dann ist hier diese eine rote Kerze, die ist dann gleich nachts entstanden. Nun ja. Danach ging es dann auf alle Fälle seitwärts. Aber zurzeit gibt es nicht wirklich irgendwelche Nachrichten, die Gold stabilisieren könnten, glaube ich. Wir sind also im Daily Chart, sehen wir das auch am Freitag nicht so richtig. Hier sieht man allerdings dann doch eine grüne Kerze. Also so ganz blöd bin ich doch nicht. Warum steht da oben minus 1,4%? Naja. Wir sind auf alle Fälle unter der 1250 geblieben und somit ist hier durchaus die Möglichkeit da, dass wir eben dann doch Richtung 1230 bzw. sogar 1205 weiterfallen. Das halte ich für durchaus möglich. Vieles wird vielleicht auch ein bisschen darauf ankommen, was am Mittwoch die Fed erzählt.
Da werden sicherlich die Zinsen in den USA natürlich angehoben um 0,25%. Die spannende Frage ist ja, wie oft hebt die Fed im nächsten Jahr die Zinsen an? Bisher war eigentlich die Aussage der Fed mehr oder weniger dreimal. Einige Marktteilnehmer glauben daran nicht mehr, weil eben die Inflation und wie wir vorhin ja auch gesehen haben, auch die Löhne nicht so wirklich steigen. Das könnte also die Fed dann durchaus bewegen, vielleicht eine Zinserhöhung weniger im nächsten Jahr zu machen. Ich glaube das noch nicht, aber wir werden sehen, wie sich die Fed am Mittwoch erklärt. Da ist die nächste Zinsentscheidung der Fed. Im WIX, die Volatilität auf den S&P 500 sehen wir auch. Panik ist nicht am Markt, im Gegenteil, es ist wieder fast gar keine Volatilität mehr da. Wir sind wieder unter 10 Punkte gefallen, das ist schon erschreckend niedrig wieder. Also es ist weiterhin alles Friede, Freude, Eierkuchen am Markt. Davon profitiert nun auch tatsächlich mal das Rohöl. Klar, gute Arbeitsmarktdaten, gutes BIP aus Japan, Exporte in China ziehen deutlich an. Da braucht man doch eigentlich auch Rohstoffe, oder? Also ist das WTI beispielsweise dann doch mal wieder über die 56,90 drüber weggekommen. Mal schauen, wie weit es geht. Ich bin da nach wie vor ein bisschen skeptisch, weil ich glaube trotzdem, dass das Angebot immer noch über der Nachfrage liegt. Ein Widerstand vor der 59 könnte noch so bei 57, 85 bis 58 liegen. Da haben wir noch so ein paar markante Wolken. Linien, das könnte also sein. Auf Bitcoins wollen wir auch mal schauen. Die Bitcoins haben da doch mal eine deutliche Korrektur hingelegt. Von 16.500 bis runter unter 13.000 mal kurz. Juhu, endlich mal was in die andere Richtung zu sehen bekommen. Und dann gab es aber schon wieder die Gegenbewegung. Wir sind aber noch nicht ganz wieder hier über der Wolke drüber. Also wir müssen schon nachhaltig wieder über die 15.000 kommen. Dann kann die Rallye durchaus weitergehen. Nächstes Ziel könnte so um 22.000 oder knapp drüber dann liegen. Blicken wir auf die nächste Woche. Da haben wir zum Beispiel den OECD-Frühindikator am Montag und den JOLTS Report, also die offenen Stellen in den USA. Also nicht wirklich viel. Aber wenn wir uns den Wochenausblick anschauen, naja, was ist eigentlich wichtig? Vor allem die Zinsentscheidung natürlich am Mittwoch in den USA und dann gibt es weitere Zinsentscheidungen am Donnerstag zum Beispiel in der Eurozone und in Großbritannien auch. In der Schweiz gibt es auch dann gleich noch eine, damit es sich auch lohnt, auch noch in Norwegen und am Freitag sind dann noch die Russen mit ihrer Zinsentscheidung dran. Es ist also durchaus einiges los. Dazu gibt es Einkaufsmanager-Indizes aus Japan und dann die Vorablesung aus Deutschland und der Eurozone. Also durchaus eine spannende Woche steht uns, denke ich mal, bevor. Und ja, dann freuen wir uns doch jetzt alle mal drauf, ne? In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sonntagabend und morgen können wir uns wiedersehen.